Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Last Epoch. Wir sind hier im End of Time, wir sind Level 57 und wir sind immer noch Items finden, dass wir stärker und zäher werden. Also eher zäher. Und da haben wir noch ein bisschen Probleme, die richtigen Items zu finden. Machen wir das hier drüben. Wir müssen leider wieder von vorne beginnen mit dem End of, also mit der Timeline oben. Also dieser Killstreak. Da wir ja letzten Part noch kurz gestorben sind durch einen unsichtbaren Schuss von irgendjemandem, der uns one-hitten konnte. Das ist fast unmöglich, denke ich mal. War vielleicht ein Bug oder sonst irgendwas, aber einfach so ein ganz random Gegner kann uns nicht one-hitten. Ich weiß ja nicht, was da los war. Das müssen wir da unter, ja, einfach Zufall stellen. Sie sind zwar immer noch sehr, sehr schwach, also schon relativ anfällig gegen Schaden, aber so, das ist mir ein bisschen komisch. Ja. Wir noch der trockenen Luft dann Probleme haben. Aber es geht eigentlich relativ schnell dann immer wieder. Noch ein bisschen Eingewöhnungsphase, so. Ja, die Zeit ist halt auch ein bisschen knapp. Ich bin halt immer wieder am Livestreamen. Relativ lange, gestern auch wieder 6 Stunden gemacht. Und heute werde ich wahrscheinlich auch wieder 6 Stunden plus livestreamen und das kann ich halt aus der Zeit, also einer der noch viel andere Zeit braucht, nicht immer so unter Kontrolle halten. Also, da kann es schon sein, dass manchmal keine Videos kommen auf YouTube. Außer, Ding. Aufzeichnung von Twitch natürlich. Aber es geht relativ gut, also viele Zuschauer habe ich langsam. Ich muss ja auch wieder bekannt werden auf Twitch. Und weil halt die Leute wünschen können, dort richtig live wünschen können, ist natürlich auf YouTube jetzt auch weniger los. Und es hat mir einfach mehr liegt zu livestreamen, oder? Ich kann ja auch Last Epoch livestreamen, wenn es gewünscht wird. Aber da meistens ja auch nicht so richtig gesagt wird, ja, ich soll das Video jetzt, also das Let's Play eher weitermachen. Da mache ich es halt einfach eher nicht, also schon, aber halt gemächlich, oder? Also wenn ihr mehr braucht, dann sagt es bitte. Damit ich da nicht immer nachdenken muss, ah, das Projekt muss ich machen, das Projekt und alles Mögliche. Weil mir gefallen hat mir manche Spiele auch nicht. Also zum Beispiel dieses Stone Shard ist mir einfach zu kompliziert. Ich mag keine komplizierten Spiele. Weil ich immer wieder rausfliege aus dem Ding. Also ich kann mich nicht auf ein Game konzentrieren, wenn ich so viele Games spiele, oder? Dann fliege ich immer wieder raus aus dem Wissen. Immer wieder Probleme, das Spiel überhaupt wieder zu checken. Und das möchte ich nicht. Deshalb eher Action-Rollenspiele, also Hack and Slays. Sehr langsam Gegner gehen. So auf den Keks, weil sie dann immer so langsam ankommen und die Gegner, die Minions ablenken. Dann kommen wieder mich vorwärts. Ja, aber scheinbar geht viel weiter. Also es ist. Es wird viel eingebaut mit 0.78.8. Und das ist schon heftig. Aber die Entwickler sollen endlich mal das Wichtigste machen. Verdammt nochmal. Die ganze Zeit kommen irgendwelche optischen Sachen, die niemanden interessieren. Wie zum Beispiel kleine Minions überall, also kleine Kreaturen. Dann jetzt neu auch Footsteps. Was braucht man? Footsteps. Das ist das gleiche wie bei Path of Exile. Das mag ich nicht, wenn Footsteps so extrem zu sehen sind und alles mögliche, also flunker flunker, aber keine Qualität. Ich weiß nicht, was die Entwickler plötzlich machen wollen.
einfach nicht vorwärts machen wollen, scheinbar. Das ist ein bisschen doof, weil viele Probleme werden noch nicht gereinigt. Die werden noch nicht gefixt. Das ist das Problem. Die sollten endlich gefixt werden. Mann, die Gegner nerven so extrem. Das ist jetzt gerade eine schlechte Map. Viele sind halt resistent, viele sind dick und viele sind einfach Spammer mit diesen Ice Space. Ja. Aber gut. Ich beiße mich durch. Das Spiel ist halt manchmal zum Beißen. Und Beißen. Weil es noch nicht gut balanciert ist. Da kann man nichts machen. Also das sind die Entwickler schuld, dass sie nichts vorwärts machen. Mit dem Balancing. Balancing. Ich hoffe, wir sind richtig. Also alles zurücklaufen möchte ich jetzt nicht. Wenn wir ein bisschen zu tief sind. Level 58, sehr schön. Also nach so vielen Spielstunden geht mir das ein bisschen auf den Keks, dass man so, ja, gemächlich vorwärts kommt, zu viel Grinding ist. Und dass halt auch, ja, ein paar Sachen nicht gefixt werden, die gerne gefixt werden sollten, endlich. Naja, müssen Geduld haben. Es ist halt immer noch Beta. Weil das Theme ja ist ja schön, aber eben unbalanciert, die Items droppen falsch. Ja, die Monster sind meistens falsch balanciert. Es ist halt alles mehr ein bisschen falsch eingestellt. Aber im Grunde genommen ist es wirklich ein super Spiel. Und das merkt man ja jetzt immer mehr, je höher Level wir werden, desto unausbalancierter sind die Gegner. Und die Items. Also dann findet man wieder mal ein super Item und dann tausendmal schlechte Items. Das ist einfach so. Aber das sollte uns eigentlich nicht aufhalten. Wir zocken weiter und auch wenn wir mehrere Parts keine guten, besseren Items bekommen, wir machen weiter, oder? Außer es ist euch dann zu langweilig. Ihr müsst sagen, wenn es euch zu langweilig ist. Also ich finde es immer noch sehr interessant. Aber als Zuschauer weiß ich es ja nicht. Also kann ich nur erahnen, dass es wahrscheinlich euch nicht so interessiert, wie ich so langsam vorwärts komme. Ja, vielleicht muss ich halt auch wieder ein Game wechseln machen, also dass ich das jetzt gerade momentan nicht weiter zocken kann. Aber jetzt kommt ja dann bald hoffentlich der Patch. Leute, jetzt lockt doch nicht immer diese Mistmonster an. Die interessieren uns nicht. Ihr müsst nicht immer so Kilometer weit weggehen. Das ist der Hauptgrund, wieso ich nicht gerne Minion spiele. Minion Master. Das ist einfach dumm. Und Grafikfehler sind auch dumm. Wieso gibt es hier Grafikfehler? Ist das Schatten gewesen? Könnte der Schatten gewesen sein von diesem Homeberg. Der einfach geflockert hat, anstelle gerade zu sein. Smoothie zu sein. Genau. Ja, okay. Das ist der Boss schon. Das ist ein bisschen leicht. Okay, der war leicht. Nein, hier unten, ja. Mann, KI ist so strutzt. Das verstehe ich jetzt nicht. Area ist klar, aber Minion Chance to Apply Mark of Death on Hit. Nur 5% Chance. Ich verstehe das nicht. Wieso so wenig Chance auf diesem Item? Ja, okay, es ist ja wirklich sehr unfair von den Entwicklern eingebaut worden, aber. Dennoch, da muss man halt mega Attack Speed haben. Ja, ich verstehe es nicht so. Das ist zwar mega viel Necrotic Damage, aber das nehme ich nicht mit. Minion Health. Ja, toll. Was ist das Attribut damit? Eine Intelligenz. Leider keine guten Items. Ja, Minion Spell Damage ist ja auch nicht schlecht, aber zu wenig. Muss ich halt davon Muli tun. Auf ein Muli. Ein Mule.
Ist ein bisschen schade. Ja. Ich habe ja auf Sacred 2 Projekt-Tagebuch gestartet und das braucht halt jetzt auch ein bisschen Zeit, aber es wird nicht die Zeit von Last Epoch natürlich wegnehmen. Also ich denke, ich kann noch genug Last Epoch zeigen, aber ihr müsst einfach wissen, dass ich momentan wahrscheinlich eher Sacred 2 Profi spielen möchte. Es ist nicht so, dass Last Epoch nicht motiviert oder so, aber ich habe einfach das Gefühl, ich komme mit Sacred 2 momentan ein bisschen besser vorwärts und deshalb spiele ich es einfach lieber. Einfach gleich lieber spiele. Aber ich bin ja geübt in dem, dass ich Spiele spiele, wo nicht so interessant für mich sind, aber eher für euch. Und deshalb muss ich einfach Last Epoch zwischendurch aufnehmen. Das ist einfach so ein bisschen eine Pflicht. Weil jetzt momentan mit diesem Charakter... Hey, lass mich doch einfach raus! Das kann doch nicht sein, dass die Minions so mega... Also diese Kreaturen mega diesen Weg versperren, nur weil sie zu fett sind. Bin ich gerade wieder ein bisschen wütend auf das Game. Dass es noch nicht so weit ist. So unfertig ist. Ne, es ist einfach klar, dass man halt einfach... Ein Spiel, wo einem nicht so gefällt, dass es so gut angepasst ist, balanciert ist, nicht so gut gefällt, dass er nicht so spielen möchte. Und das ist jetzt gerade im Moment in meiner Last Epoch der Fall, dass ich schon zu hochlevelig bin, zu schlechte Items habe und das Spiel einfach nicht balanciert ist. Und genau das macht ein Spiel eigentlich langweilig oder ja, unfair, dass man nicht mehr weiterspielt. Und das schafft Last Epoch mega gut. Ich mache es trotzdem weiter. Ich beiß mich durch. Auch wenn ich nicht so gut weiterkomme. Ich beiß mich jetzt durch. Vielleicht spiele ich auch mal ohne Aufnahme. Dass ihr einfach seht, das Update. Aber, auf einen neuen Charakter habe ich jetzt keine Lust. Und ich weiß es gar nicht, was ich spielen soll. Was soll ich spielen? Was ist einfach ohne viele Ereignisse? Wahrscheinlich ein Magier oder so, ein Spellblade. Nur eben. Was? Das ist das Problem. Ich kenne das Spiel noch zu wenig gut im Endgame. Ich weiß jetzt gar nicht, was ich wirklich spielen soll. Weil zu OP-Builds will ich jetzt eigentlich nicht anfangen. Die sind meistens zu schwer. Brauchen zu gute Items. Um richtig irgendwie rauszukommen. Endlich wieder Kritik-Sense. Okay. Ja, das obere interessiert mich eigentlich gar nicht. 34. Ja, toll. Naja. Okay, weiter. Immerhin nervt das Spiel jetzt gerade nicht mehr so wie in der ersten Map. Also die zweite Map war auch viel, viel besser. Aber ja. Last Epoch kann schon extremst nerven. Das ist dumm. Zwei schwere Bonis wieder. Ne, Bonis ist nicht so toll. Weil Schock ist ja schon viel mehr Schaden, den wir kassieren. Auch die Minions natürlich. Und das andere ist Physical Damage und das wird wahrscheinlich sehr viel mehr reinhauen. Ja, und ja, bald kommt ja dann 0.7.8 und dann muss ich natürlich, also mache es einfach gerne, ein
Patchlog nach einem anschauen Video. Und da muss ich natürlich dann auch wieder ein bisschen vordenken, weil alles kann ich natürlich nicht erklären. Sofort. Also wenn sie irgendwas schreiben, wie zum Beispiel sie haben dieses Item eingefügt, dann weiß ich gerade nicht, was das für ein Item ist und so, weil die Patch-Notes natürlich sehr schlecht erklärt werden, also was eingefügt wird. Das liegt auch an einfach den Entwicklern. Wir haben andere Design, ich glaube Grimdawn ist ja immer noch relativ gut erklärt, die Patch-Notes. Und halt Powerful Fixel ein bisschen. Das dann lasst ihr brauchen noch ein bisschen hinten rein, dass sie das nicht ganz gut erklären, was genau eingefügt wurde. Das wird aber diesmal mal vielleicht besser. Machen wir das mal noch ein bisschen auf Live zurückbekommen. Ah. Schon wieder unsichtbar, also nur ganz wenig zu sehen. Nicht unsichtbar, aber wenig zu sehen. Es ist einfach doof, dass diese Grafik so viele, ja genau, so Flacken macht auch noch. Die Grafik, die Engine hat Probleme mit dem Anzeigen. Oder auch einfach, weil, ja, es eher in einem, so, was hochgeht, das ist ein Ding. Die Space sollten das nicht schaffen können. Die Space sollten dann abgebremst werden und nach oben gezogen werden. Das schafft Last Epoch noch nicht. Die Entwickler haben das noch nicht eingeübt. So, jetzt kommt Minions mal hier hin. Es kann doch nicht sein, dass ihr dorthin oben bleibt. So werde ich sterben. Eieiei. Diese Hauptminions gehen einfach nicht zu mir. Sie einfach abgelenkt sind von anderen Gegnern. Eieiei. Ja, weniger Schaden über Zeit kriegen ist wahrscheinlich nicht so nötig. Bis jetzt war es noch nie so mega stark. Ich weiß gar nicht mehr, was ich mitnehmen soll und was ich liegen lassen soll. Es ist mir einfach zu schwer geworden, jetzt diese Veränderungen immer zu sehen und nicht mehr so zahlreich zu spielen. Eher halt zwei oder drei Folgen pro Tag aufnehmen oder und dann wieder längere Zeit nicht spielen. Es geht halt einfach auf die Zeit alles. Twitch ist zum Beispiel auch einfach mega unbeliebt worden. Weiß es auch nicht wieso, weil es halt einfach nicht genug Zuschauer generiert. Auf Twitch, auf YouTube schauen noch gut Leute zu, eigentlich. Also noch eigentlich am meisten von irgendeiner Spielserie, die ich Let's Play. Momentan, ja, habe ich ja jetzt momentan nur noch ein oder zwei Let's Plays. Aber mit Abstand am meisten bis Oktober letztes Jahres. Und das zeigt eigentlich, auf YouTube ist Last Epoch noch beliebt. Aber auf Twitch nicht mehr. Keine Ahnung. Ja. Machen wir das. Wir machen genug Schaden. Mit 100% ist eigentlich nicht so viel. Ja. Wie viel Schaden insgesamt ist das denn für? Nicht so viel Schaden auf einmal. Schade. Und wir haben ja noch ein Unique, das sehr gut ist. Also so langsam werden wir halt gezwungen zu craften, aber ich weiß nicht, ob ich die Items lange tragen werde. Also es lohnt sich nicht zu
craften, habe ich so das Gefühl. Ich würde gerne ein bisschen länger die Items tragen, aber einfach auch starke Items schon haben. Ich bin einfach zu wenig weit, um viel zu craften, scheinbar. Hallo, greif den an, ja. Genau das stärkste der stärkste Gegner, also die rare Gegner, greifen sie nie an. Immer nur diesen komischen, unnützen Kram. Dass man irgendwie wählen könnte, was angreifen. Das geht, glaube ich, aber das ist völlig verbuggt. Geht mal hier hin, ja. Greift nur den an. Es geht, aber ja, man muss halt wirklich stehen. Okay, immerhin habe ich das jetzt wieder ein bisschen raus. Also der A-Knopf ist es. Ja, wow. Ich kann halt nicht ausweichen richtig den Schüssen. Sie auch so verzögert sind, sind sie schwer herauszuahnen. Aber gut, sie machen nicht so viel Schaden für diesen Schuss am Anfang. Also mit Level 30 hat man mehr Probleme mit diesem Schuss. Ja, wow, Gold. Und dann noch so wenig. Was ist das für ein billiger Schaden? Ja. Balance, ne? Gib mir mehr Geld! Ich bin armer Schlucker. Es sollten weniger Items kommen, aber bessere Kombinationen von Bonus. Es kann doch nicht sein, dass jedes Item hier irgendeine Art Schadenskanal Schaden hat. Und sonst nichts. Da kann man grinden und kommt nicht weiter. Enttäusch mich doch nicht so gegen. Jetzt muss ich kurz nachschauen. Ja, es gibt kein. Oder. Es gibt gar kein Menü, wo man wechseln kann. Steuerung. So, einfach zurück und wieder hin. Aber dass man einfach nicht etwas automatisieren kann oder so, ist ein bisschen doof. Die Profis sollten ja natürlich das können ausschalten machen. Ausschalten, dass man da automatisch einen Gegner folgen oder so. Dass die Minis da nicht die Gegner folgt. Solche Sachen müssen eingefügt werden, eigentlich. Okay, schon fertig. Das war schnell. Einfach wegen dem Schrein, denke ich mal. Wie schnell. Ja, gut. Das Gold ansammeln. Ja, Level up. Laden bitte nicht so lange brauchen. Und jetzt nochmal seinen Punkt hinterher. Jetzt werden wir wieder stärker durch die Passiven. Ah, ein guter. Ist der besser? Ist 20, schade. Aber Intelligenz. Ich trage das. Die Minions machen ein bisschen weniger Schaden, dafür sind sie zäh wieder. Das ist doch toll. Okay, haben wir 24. Machen wir noch ein bisschen weiter. Ja, immer Heal nehmen. Weil die Minions greifen immer einen Gegner an und dann wirkt das Heal gar nicht. Okay, ja, das ist eine schnelle Map. Dann können wir das noch machen in diesem Part.
So, ich denke, ich eben halt gemächlich Last Epoch zocken nicht zu oft. Das macht mich dann halt auch wieder ein bisschen genervter. Dass ich wahrscheinlich ja wirklich auch ein OP-Bild brauche, um wirklich weiterzukommen, weil ich ja nicht so farmen kann. Mir fehlt einfach die Zeit, um nebenbei noch viele Sachen zu farmen. Das kann ich zum Beispiel bei Sacred 2 machen, da relativ viele Items droppen und man auch viel stärker wird. Aber in Last Epoch funktioniert das nicht. Das Game ist gegen meine wenige Zeit. Also das Game zwingt mich viel mehr Zeit zu investieren und das kann ich nicht. Oh, ein neues. Okay, Fire Damage all time. Das ist doch gut für ein Feuerball-Bild. Aber es ist 100% of Bleed Chance ist Convert to Ignite Chance. Was ist das genau? Ich weiß es jetzt nicht genau, aber. Wo braucht man das? Ich sehe kein Bleed Chains auf beim Mage. Was braucht man diese Gloves? Ist das beim Leash oder so? Nein, beim Leash nicht. Beim Beastmaster hat es irgendwie einen Blutspell, der Feuer Damage machen soll. Ah ja, bei Hungry Souls. Beim Hungry Souls Bild gibt es ja einen Weg, wo Feuer Damage dann macht. Dann hat man kein Bleed Chains. Hä? Macht man doch Blood Chance auf einem Baum, eine Richtung vom Baum? Ich weiß es nicht. Das tut mir jetzt ein bisschen verwirren. Ah, dass man vielleicht beim Mage auch Bleed-Items starten kann und das stärken kann. Nicht durch Fähigkeiten, sondern durch Items. Aber durch welche Items? Kenne jetzt nicht so Bleed, also eine Axt kenne ich noch. Sonst kenne ich eigentlich nicht so viel. Na, werden wir dann sehen. Aber Feuerball ist halt nicht so mein Bild. Ich habe halt nur genügend diese Items. Okay, kein Monster kommt. Ich habe jetzt nicht so, also ich habe schon Items, aber alles Unix tragen ist halt schlecht, oder? Ich habe viele Unix, aber keine rare Items, die richtig viel Fire Damage oder Overtime machen. Müsste ich dann alles sammeln. Ja, gut, wir werden es dann sehen. Aber ich weiß nicht, welche Fähigkeit ich verwenden soll. Ist mir ein bisschen zu verwirrend gerade. Muss dieses Scheißteil, dieser Marder hier sein? Mega viel Leben oder Verteidigung? Wieso hält die so viel aus? Ist schon klar, noch den Map-Bonus von vorher, aber trotzdem viel zu viel. Ah, jetzt? Oh, jetzt bekommt er Schaden. Wegen was bekommt jetzt mehr Schaden? Ich verstehe es nicht. Also machen jetzt die Minions viel mehr Schaden. Jetzt geht's plötzlich viel schneller. Ah, vielleicht haben die Minions falsch geschossen, also gegen eine Mauer geschossen oder so. Oder die Mage. Okay. Deshalb in Bewegung bleiben. Weggehen. Dann macht man auch wieder mehr Schaden. Ja, zweimal für Soulfest. Nee, danke. Wird jetzt eigentlich Dot genervt? Wahrscheinlich wird Dot allgemein genervt, nicht nur Gift Dot. Dann bringt es gar nicht, so ein Feuerball-Bild oder so zu machen wieder. Ah, Renekay, sehr schön. Okay, dann ist das Video schon zu Ende leider wieder. Aber
Morgen kommt wieder ein weiteres. Dankeschön fürs Zusehen. Tschüss.